willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast, Michael Wolfsohn. Guten Tag. Herr Wolfsohn, Ihr bisher letztes Buch, jüngstes Buch, heißt Zum Weltfrieden, ein politischer Entwurf. Sie selbst sagen sinngemäß, dass der Titel etwas verspricht, was Sie nicht halten können. Hatten Sie nicht die Sorge, dass manch ein potenzieller Leser sich sagt, das kann sowieso nichts werden mit dem Weltfrieden, das muss ich mir gar nicht erst antun? Das ist jedermanns Sache. Wir leben in einem freien Land, aber ja, die Zielrichtung soll gezeigt werden. Und der umfassende Ansatz, der in dem Titel herauskommt, deutet darauf an, dass etwas grundlegend anders gedacht werden müsse in der Politik. Und das ist im Grunde genommen der Leitfaden. Und ich sage dann auch eben ganz bewusst am Anfang, der Titel verspricht mehr, als ich halten kann. Aber wenn man das politische Denken bezogen auf die Konstruktion von Staaten ändert, dann kann man sehr viel mehr Frieden erreichen, als wir heute haben. Das ist schon ein entscheidendes Stichwort oder Schlüsselwort, die Konstruktion von Staaten. Sie sagen, die Staaten, die meisten außerhalb des Westens zumindest, also außerhalb von Europa, Nordamerika, sind falsch konstruiert. Was ist so falsch daran? Richtig, aber ich mache eine Einschränkung, dass auch manche europäische Staaten falsch konstruiert sind. Und dass sie sich ändern, weil sie falsch konstruiert sind, erleben wir ja nicht zuletzt in Europa. Ich erinnere an das Referendum der Schotten im September letzten Jahres. Ich erinnere an Katalonien. Ich erinnere daran, dass in Korsika schon lange für die einen Unabhängigkeitsbewegungen, für die anderen Autonomiebestrebungen da sind. Also das heißt, der zentralistische Staat hat langfristig keine Zukunft, auch in Europa nicht. Wir in der Bundesrepublik Deutschland, und hier ist Deutschland sozusagen kein Latecomer, kein Spätkomer, sondern ein Frühstarter, übrigens dank des amerikanischen Modells, in dem wir eine Bundesrepublik bekommen haben, wenngleich das natürlich auch Wurzeln in der deutschen Geschichte hat. Es hat Wurzeln in der deutschen Geschichte, war aber auch ein Wunsch, sage ich mal, der Besatzungsmächte, zumindest der westlichen, als sie die Bundesrepublik im Grunde ja geschaffen haben, einen zentralen Nationalstaat in Deutschland zu vermeiden. Also ein bisschen auch das Land zu lähmen. Aber wenn wir jetzt mal von der Europäischen Union und ihren Ländern weggehen, wo das ja zurzeit relativ friedlich läuft, dann handelt es ja bei anderen geradezu um Failed States, wie man so schön sagt, um gescheiterte Staaten. Das kann man ja von den europäischen Staaten so nicht sagen. Ja, und warum sind sie gescheitert? Weil sie falsch konstruiert worden sind. Jedes Schulkind hat jedenfalls zu meiner Zeit einen Schulatlas gehabt. Heute kann man sich des Internets bedienen, aber auch da sind die politischen Landkarten nicht anders als in unseren Schulatlanten. Gucken Sie auf die afrikanischen Staaten beispielsweise. Dass das Kunstprodukte sind, sieht jeder auf den ersten Blick. Das sind wunderbare geometrische Gebilde, die aber nichts, gar nichts zu tun haben mit der Verteilung der Bevölkerung. Aber was ist das Problem? Die Bevölkerung, Gruppe A, Gruppe B, will für Gruppe A oder B Selbstbestimmung. Gruppe A will nicht von B und umgekehrt nicht B von A fremdbestimmt werden. Aber das genau ist passiert in diesen Staaten. Es sind daher künstliche Produkte. Die Verteilung der Bevölkerung stimmt nicht mit den Staatsgrenzen überein. Und das ist politischer Sprengstoff. Und daher fliegen die Staaten auseinander. Dann kommen natürlich die üblichen Indikatoren hinzu, die wir aus allen klugen oder nicht klugen Büchern kennen. Korruption und wirtschaftliche Entwicklung nicht in Ordnung, keine politische Elite und. Das kommt dazu. Aber das Grundprinzip des Staatsaufbaus ist falsch. Also die Identität, sage ich mal, von religiöser und ethnischer Zusammengehörigkeit und Staat ist nicht gegeben, weil diese Grenzen künstlich gezogen worden sind, nun zum Teil erklärlich, nämlich einfach durch Kolonialmächte, aber auch in scheinbar historisch so gewachsenen Staaten, wie etwa der Ukraine oder Russland, ist es ja so, dass die Ethnien zum Teil auseinander oder gegeneinander streben, aber die Staatsgrenzen dem nicht entsprechen. Jetzt sagen Sie, die Lösung heißt Föderalisierung. Genau, und zwar so viel
Optik können wir gerade im Medium Fernsehen ja mal anwenden. Das ist die Bevölkerung und das sind die Staatsgrenzen. Der Grundgedanke, auf dem die Staatenwelt fußt, sieht so aus. Das heißt, dass eine Deckungsgleichheit vorhanden wäre zwischen der Bevölkerungsverteilung auf der einen Seite und den Staatsgrenzen auf der anderen Seite. Nun haben Sie völlig zu Recht die Ukraine erwähnt und inzwischen wissen wir alle, dass zwischen der Bevölkerung im Westen der Ukraine und im Osten der Ukraine ein Riesenunterschied besteht. Und das kann man ganz genau regional, geografisch abgrenzen. Was läge näher, um den Staat Ukraine, statt ihn zerfallen zu lassen, mit oder ohne Waffengewalt, föderativ aufzubauen? Das heißt, die Mehrheit des Westens im einen Teil und die Bevölkerung im Osten, die mehr an Russland orientiert ist, auf der anderen Seite, aber trotzdem einen Staat Ukraine mit, sagen wir, Bundesland Ostukraine, das könnte man dann auch nochmal gegebenenfalls oder nötigenfalls aufteilen. Aber jedenfalls der Bevölkerung auf dem Gebiet A Selbstbestimmung geben und dann, wo es notwendig ist, auch funktional, sprich wirtschaftlich und in anderen Bereichen, einen Gesamtstaat. Im Grunde genommen funktioniert es ja in der Bundesrepublik Deutschland auch. Wir haben die Bundesländer mit den bekannten Kompetenzen. Wir haben dann aber die Bundesrepublik wird, Deutschland wird überwiegend von Deutschen bewohnt, wenn man vom Einwanderungsthema mal absieht. Und auch da bestreben wir die Integration an. Also sie sollen Deutsch lernen und sich zumindest bis zu einem gewissen Grade in diese Gesellschaft einfügen. In der Ukraine ist es eben zum Teil anders. Und da spielt ja eine Rolle, eine Art Konflikt, den sie auch ausarbeiten zwischen dem Völkerrecht, das auf dem Nationalstaatsgedanken beruht, und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker oder auch Volksgruppen, der Ethnien, die möglicherweise nicht in so einem Nationalstaat mit einer Mehrheit leben wollen, sondern ihr eigenes Ding machen. Kann man aber denn das so organisieren in solchen konfliktträchtigen Gesellschaften wie in der Bundesrepublik? Oder geht der Konflikt nicht tiefer? Was sagen Sie Leuten, wenn die mit Ihnen diskutieren würden, sogenannten Separatisten, die sagen, wir wollen aber eigentlich zwar föderal sein, aber lieber zu Russland? Oder Leuten auf der Krim, die sagen, aber wir fühlen uns, also in der Mehrheit, die Tataren und andere vielleicht nicht, aber wir fühlen uns zu Russland gehörig, warum sollen wir nicht sozusagen den Staat wechseln dürfen? Gut, also da muss man natürlich auch auf die Landkarte schauen, denn jedes Staatsgebiet braucht eine territoriale Durchgängigkeit schon aus rein administrativen Gründen, also der Verwaltung wegen. Die Krim ist ein bisschen weiter weg als die Ostukraine von Russland. Ja. Das heißt, sie haben also hier auch ein geografisches Problem. Zunächst einmal geht es nicht darum, wie die Staatskonstruktion ist, sondern es geht darum, das Selbstbestimmungsrecht individuell und kollektiv nicht nur mit Phrasen anzustreben, sondern durch Taten. Und das, worauf es den Menschen, die Selbstbestimmung erreichen wollen, in erster Linie ankommt, ist nicht die Verteidigung nach innen und außen, sondern die Bestimmung ihres Alltages, sei es Religion, sei es Sprache, sei es Kultur, sei es die Gewohnheit im Alltag und so weiter und so fort. Und da ist eine föderative Struktur sicherlich eine Möglichkeit. Und auch da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt dann die Möglichkeit, bleiben wir bei der Krim, eine engere Anbindung in Form einer internationalen Zusammenarbeit mit Russland oder den Menschen im Mars. Das ist ja ganz egal. Da spielt die Geografie nicht die entscheidende Rolle. Also zunächst einmal, die Selbstbestimmung ist das Ziel. Jetzt sprechen Sie ein ganz grundlegendes Problem an und da beißt sich die Katze in den Schwanz, warum es diese Umbaupläne nicht einmal gibt, weil das Völkerrecht zu Recht etwas anstrebt, nämlich Ruhe und durch Ruhe Frieden. Nur den Frieden können Sie nicht erreichen, wenn die Selbstbestimmung der jeweiligen Gruppierungen, Völker, Nationalitäten nicht gewährleistet ist. Das heißt, wir haben wirklich einen echten Prioritätengegensatz zwischen Völkerrecht auf der einen Seite und dem Selbstbestimmungsrecht auf der anderen Seite. Sie fragen, wie ich diskutiere mit Leuten, die genau mit diesem Argument kommen. Nun, ich kann keine Namen nennen, will ich auch nicht, der Diskretion habe, aber ich habe mit vielen
führenden Völkerrechtlern gesprochen, die zähneknirschend aber eingestehen, ja, das ist ein Problem. Und dann frage ich, okay, aber was ist dann wichtiger? Die Aufrechterhaltung des Rechtes, welches ja abgeleitet ist aus einem politischen Willen. Mhm. Und was ist der politische Wille? Selbstbestimmungsrecht. Wenn also das Völkerrecht dem Selbstbestimmungsrecht widerspricht, dann muss man überlegen, wie man das Völkerrecht anpassen kann dem Selbstbestimmungsrecht. So, das ist zunächst einmal die gedankliche Vorbereitung. Und jetzt die praktische Umsetzung. Völlig klar. Wir können nicht per Knopfdruck sagen, also jetzt macht mal schön Föderation, ihr habt den Wolfsohn gelesen und jetzt beginnt der Weltfrieden. Das wäre ja völlig vermessen. Aber ganz konkrete Beispiele. Da, wo die Staaten gerade sowieso umgestaltet werden, bietet sich die Gelegenheit. Siehe Ukraine. Nun hat als erster das Stichwort Föderation oder föderative Lösung für die Ukraine ausgerechnet Wladimir Putin thematisiert. Klar, Putin ist der Aggressor, sowohl in Bezug auf die Krim als auch in Bezug auf die Ukraine. Nun ist ja damit nicht automatisch gesagt, dass dieser Grundgedanke falsch ist. Hm. Und nur Nein zu sagen, weil er von Putin kommt, ist doch im Grunde genommen intellektuell völlig inakzeptabel. Ich muss nicht fragen, wer sagt etwas, sondern was wird gesagt, was ist richtig und was falsch. Mhm. Wir können nicht so tun, Beispiel Ukraine, als ob dieser Staat Ukraine, Stichwort die Integrität von Staaten, ist Grundlage des Völkerrechts. Okay, aber dann bleibt die Selbstbestimmung auf dem Weg. Also da hat auch unsere Regierung, die ich sehr schätze, egal ob Bundeskanzlerin oder Außenminister, absolut integre Persönlichkeiten, einfach nicht weiter gedacht. Mhm. So, also bei der Ukraine ganz klar hier und heute die Möglichkeit, einen Weg dieser Art zu finden. Was ist die Alternative bislang? Alle beiden Seiten schießen aufeinander ein mit weitreichenden internationalen Konsequenzen. Nehmen Sie ein anderes, mehrere andere Beispiele, wo auch die Bundesrepublik Deutschland beteiligt ist. Vor wenigen Tagen hat der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition und der Grünen die Mandate der Bundeswehr verlängert für Mali, Kosovo, Libanon. Libanon ist ein Sonderfall, nehmen wir nun mal Mali und Kosovo. Das heißt, was machen wir denn da? Wir intervenieren, Gottlob nicht alleine, die Zeiten sind vorbei, hoffentlich für immer. Mhm. Und beenden das Blutbad. Wunderbar. Aber wie unterstützen wir beispielsweise in Mali die Zentralregierung? Die Zentralregierung ist diejenige, die ewig lange die Tuareg-Minderheit beispielsweise unterdrückt hat und ihr kein Selbstbestimmungsrecht gewährt hat. Das wiederum führte dazu, dass die zunächst einmal gar nicht radikalisierten Tuaregs sich den Islamisten zugewandt haben. So, wir kämpfen gegen Islamisten. Welche Terroristen sind bekanntlich? Prima, einverstanden. Aber ist die durch und durch korrupte, die Tuaregs und andere Minderheiten unterdrückende Zentralregierung in Mali unser wirklicher Partner, Herr Voss? Ja. Nein. Darauf kommen wir vielleicht und auch auf Afrika noch zurück. Aber ich würde gerne diesen Gedanken fortsetzen oder Ihre Gedankenführung auf das größte oder schlimmste Pulverfass, nämlich den Nahen Osten, kommen. Es gibt ja noch viele, können auch noch über China reden und über anderes. Aber und zwar vielleicht noch gar nicht mal über Israel, Palästina, sondern Irak und Syrien. Wie sieht denn Ihre Vorstellung da aus? Also das sind ja dann auch Failing States und alle oder Failed States und alle Interventionen. In Syrien haben wir nicht interveniert. In Irak hat der Westen interveniert, wenn auch ohne deutsche Beteiligung. Aber im Ergebnis kann man ja nur sagen, das Chaos ist größer als je zuvor. Klar, weil es keinen Plan gab. Man ging rein, aber hatte keinen Plan, wie soll es denn weitergehen. Eine militärische Lösung ist nie ein Selbstzweck. Und das genau ist passiert. Und die Dummheit dieser, die politische Dummheit dieser Intervention gegen die Intervention an sich hatte ich gar nicht. Denn den Diktator Saddam Hussein zu beseitigen, der knapp eine halbe Million seiner eigenen Bürger umbringen ließ, das ist durchaus moralisch gerechtfertigt gewesen. Ganz unabhängig davon, ob er Massenvernichtungswaffen hatte oder nicht. Er war eine regionale Gefahr und, und.
Aber dann hieß es im Mai 2003 auf diesem großen Kriegsschiff der USA kam George W. Bush schon Mission accomplished. Also so eine Dummheit, the mission has not even yet begun, weil man die Umkonstruktion des Irak gar nicht angepeilt hatte. Da hätte man doch sofort im Jahr 2003 eine Bundesrepublik Irak machen können, bestehend aus den drei Großgruppierungen. Also Schiiten, Sunniten und die Kurden. Genau, im Norden die Kurden, wunderbar abgegrenzt geografisch. Ja. Im Norden die Kurden, in der Mitte die Sunniten, im Süden die Schiiten. Bundesrepublik Irak in dieser Dreiteilung, hätte man noch überlegen können, vielleicht die eine oder andere Variante. Was hat man gemacht? Stattdessen die Diktatur der Sunniten, die eine echte Diktatur war, durch die demokratisch legitimierte Diktatur der Schiiten über die Sunniten vor allem abzulösen. Das war doch ein Wahnsinn ersten Grades. Was beweist dieser Wahnsinn? Dass gar nicht nachgedacht worden ist. Und egal, was die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder damals gemacht oder nicht gemacht und gedacht hat, aber da hätte man auch sagen können, okay, der Krieg ist zu Ende, aber jetzt überlegen wir gemeinsam, wie bauen wir das um. Ja. Und stattdessen hat man sogar dann rot-grün regiert, danach auch die Demokratie im Irak bejubelt. Was daraus geworden ist. Wo man glaubt, man könne sie durch Wahlen schaffen. Genau. Und Mehrheitsherrschaft ist ein Teil der Demokratie, aber Minderheitenschutz gehört genauso zur Demokratie. Wer Demokratie sagt, muss A sagen, Mehrheitsherrschaft, aber auch B, Minderheitenschutz. Aber dafür sind ja diese Gesellschaften offenkundig nicht reif. Nun gibt es ja Erklärungen dafür. Also schon beim Irakkrieg davor, also unter Bush Senior, hat man ja die Truppen angehalten vor Bagdad, hat Saddam Hussein überleben lassen, weil man vermeiden wollte, dass das Gebiet auseinanderbricht, vor allem auch wegen der Kurden. Einerseits wegen der Iraner, weil man nicht wusste, nehmen die Einfluss auf die Schiiten, aber auch wegen der Kurden, weil die Türkei natürlich als wichtiger Partner des Westens nicht daran interessiert ist, dass die Kurden wirklich einen eigenständigen Staat bekommen. Dazu sind zu viele Kurden in der Türkei. Also es waren ja im Grunde geostrategische Rücksichten. Und von daher gesehen hätte man vielleicht diese Interventionen auch lassen können. Das war eine Mogelpackung damals. Das ist richtig, was Sie sagen, aber zugleich auch nicht ganz richtig. Unmittelbar nach dem Verzicht der alliierten Truppen 1991 weiter zu marschieren, hat Saddam Hussein ein dramatisches Abschlachten der Schiiten im Süden des Irak begonnen. Man schaute zu, das gleicht im Grunde genommen, der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt, der Roten Armee im August 1944, die auf dem Ostufer der Weichsel zugesehen hat, wie die deutsche Wehrmacht den nationalpolnischen Widerstand niedergemacht hat. Also da war die westlich geführte Koalition Zuschauer. Und dann ging das Abschlachten im Norden weiter gegenüber den Kurden. Und das ging dann so dramatisch, auch aufgrund zahlreicher internationaler Proteste, dass mit Hilfe der amerikanischen Luftwaffe in erster Linie die Lufthoheit von Saddam Hussein über das Kurdengebiet im Norden beendet wurde. Und das wiederum führte zu weitgehender Autonomie, auf gut Deutsch faktisch Unabhängigkeit der Kurden in einem auf dem Papier bestehenden Irak. Und das ist auch heute noch so in Bezug auf die Kurdengebiete im Irak, die sind weitgehend eigentlich faktisch schon unabhängig. Das hat sich ein bisschen jetzt geändert oder es ist ein bisschen gefährdet durch den Vormarsch des Islamischen Staates, zumindest bis vor kurzem. Aber auch das waren eben Mogelpackungen, nicht zu Ende gedacht. Aber man war gar nicht mal so unfroh, dass der Staat Irak als vermeintliche Einheit bestehen blieb. Dadurch blieb auch Syrien bestehen. Naja, aber wie lange? Das war 1991 und im Jahre 2011 begann der Zerfall. Aber bleiben wir mal gerade bei dem Beispiel Irak und dann auch Syrien. Ihr Modell, nämlich Föderalisierung, das hat ja noch zwei Seiten, auch Komponenten, auf die wir gleich noch kommen müssen, nämlich nach Territorium oder innerhalb eines Territoriums nach Volks- oder religiöser Zugehörigkeit. Aber Ihr Modell setzt ja immer noch eine Art Klammer voraus, von der Sie gerade gesagt haben, dass der Irak schon keine mehr ist, nämlich immer noch eine Art Bundesstaat. Aber werden diese Gebilde, wenn man den Weg beschreitet, nicht weiter zerfallen? Wird äußerstenfalls vielleicht nicht eher ein Staatenbund rauskommen oder dann doch am Ende eigenständige Staaten, weil die einfach nicht mit den anderen zusammenleben wollen zum Beispiel?
Das Wollen ist eine Sache, das Können ist eine andere Sache. Und beides miteinander ist zu verbinden, wenn man entweder einen Bundesstaat oder einen Staatenbund schafft. Das ist im Grunde genommen der jeweiligen Situation oder den jeweiligen Strukturen, also den Rahmenbedingungen anzupassen. Es ist nicht das Ziel, jetzt sozusagen schematisch etwas aufzuzwingen, sondern zu prüfen, was ist die vernünftigste Art der Regierung. Denn einen Staat brauchen sie. Der Staat als Akteur ist unverzichtbar. Mhm. Das kann natürlich auch ein Staatenbund sein, aber sie brauchen Verwaltungseinheiten. Punkt. Und die Verwaltungseinheit, zu der es keine Alternative gibt, ist ein Staat in welcher Form auch immer. Der zentralistische Staat ist nicht durchführbar, weil das Selbstbestimmungsrecht nicht gewährt ist. Und dann sagen Sie, droht die Gefahr des weiteren Zerfalls. Der Irak ist zerfallen. Ja. Syrien ist zerfallen. So, das heißt also, der Ist-Zustand, der, gucken Sie sich doch mal die Sprachregelung an für alle diese Konfliktherde, heißt die Restabilisierung des Irak, die Restabilisierung Syriens. Ich sage, es ist nicht stabilisierbar, was nicht stabilisiert werden kann. Der Irak als Irak in seiner bisherigen Form, eben demokratisch durchaus, ist nicht stabilisierbar, weil demokratisch im Sinne der Mehrheitsherrschaft eine demokratisch legitimierte Diktatur war. In Syrien sah die Sache ganz anders aus. Da war von Demokratie nun gar nichts, von Minderheitenschutz auch nichts. Da war Minderheitenherrschaft unter den Assads seit 1970. Die Minderheit hieß Alawiten. Die Alawiten sind eine schiitische Ausprägung. Und die haben 90% der übrigen Bevölkerung tyrannisiert, ohne jegliche demokratische Rechtfertigung. Aber man sieht ja, wie es jetzt ausgeht, da hat sich ja am Zustand nichts gebessert, eher im Gegenteil. Also das führt ja noch mal zur Frage, die wir vorhin schon am Wickel hatten, nämlich der Interventionen. Ohne weitergehende Strategie oder Konzept. In Syrien hat man nicht interveniert und es ist schiefgegangen. Im Irak hat man interveniert, es ist schiefgegangen. Bei Libyen ist die Entwicklung eigentlich ziemlich verheerend. In Ägypten kehrt man allmählich zu den Zuständen zurück, wie man sie unter Mubarak hatte. Also man fragt sich dann auch, ist es überhaupt möglich für den Westen, hier die richtige Strategie zu finden? Oder und resultiert nicht aus der Schwierigkeit, sie zu finden, dieses Durchwursteln, das wir uns da erlauben. Westen oder nicht, ist nicht die Frage, Herr Voss. Wir sind nicht die Oberlehrer der Welt, die dem Rest der Welt zu sagen haben, so habt ihr euch zu organisieren. Ist auch mit Sicherheit nicht meine Aufgabe, sondern ich frage, wie kann der Ist-Zustand, der gekennzeichnet ist durch Bürgerkriege und oder zwischenstaatlichen Kriege, verändert werden. Ich sage nicht, der Westen muss das machen. Ich sage aber, wenn der Westen interveniert und zu Recht humanitär mit Militär interveniert, das ist für manche sicherlich nicht akzeptabel, dass Militär humanitär intervenieren kann, aber wenn Militär das wechselseitige Abschlachten verhindert, etwa in Mali, ist das zunächst einmal sehr ehrenhaft und sinnvoll. Es ist aber nicht sinnvoll und auch daher nicht ehrenhaft, wenn man kein Konzept hat, das langfristig das Beenden des Abschlachtens verhindert. So, wenn wir also als Westen oder wer auch immer, auch nicht westliche Staaten, mit intervenieren, um das Abschlachten zu beenden, dann gefährden wir ja auch unsere eigenen Bürger. Das bedeutet, dass wir für diese Gefährdung unserer Bürger und damit auch der internationalen Stabilität einen Preis erwarten dürfen. Und der heißt Stabilisierung der Region, in der wir intervenieren. Das ist der Preis. Wollt ihr das Abschlachten unter euch beenden? Antwort ja, okay. Dann müsst ihr euch, wenn ihr wollt, mit unserer Hilfe zusammensetzen und überlegen, wie bauen wir diesen Staat um. Libyen, Intervention, gegen Gaddafi zu intervenieren, okay. Aber zu intervenieren, ohne Partner zu haben, mit irgendeinem Konzept und ohne Konzept also, das ist nicht nur dumm, das ist eigentlich sträflich. Also lag damals Westerwelle vielleicht nicht so falsch, weil er gesagt hat, wir halten uns da raus. Nachdem er vorher allerdings euphorisch die Arabellion überall begrüßt hat, das löste dann sicher auch Enttäuschung aus. Aber lag er da im Grunde richtig?
Oder war das mehr auf innenpolitischen Motiven beruhend, weil in Deutschland nun mal Kriege und kriegerisches Engagement generell unpopulär sind? Beides. Also das mit Sicherheit. Und das ist ja nicht gerade unsympathisch, ein bisschen unrealistisch, aber sehr sympathisch. Nicht zuletzt, wenn man die deutsche Geschichte betrachtet, aber die ist weitergegangen. Und daher sind diese Argumente nicht besonders überzeugend. Also Nein sagen reicht nicht. Linkspartei hat jetzt bei der Verlängerung des Bundeswehrmandates, der Bundeswehrmandate für Mali, Libanon, Kosovo auch Nein gesagt. Das Nein ist richtig, aber die Linke sagt bei allem, was mit der Bundeswehr zusammenhängt, Nein. Also das ist nicht genügend Nein aus Prinzip. So, also Nein zur Intervention war richtig, aber dann natürlich die Frage, wäre damals richtig gewesen, wie kann man Libyen umstrukturieren, mit oder ohne Gaddafi. Denn für Gaddafi war klar, wenn interveniert wird und der Bürgerkrieg weitergeht, ist er zum Zeitpunkt X weg vom Fenster. Mit oder ohne westliche Intervention. Westliche Intervention hieß Frankreich, Großbritannien in erster Linie, mit freundlicher Nachhilfe der USA unter Obama. Aber auch da eben kein Konzept. Und insofern war bei Westerwelle das Nein richtig, aber er hat ja nicht gesagt, wie es anders hätte getan werden können. Also Nein ist einfach null. Gut, dann nehmen wir mal jetzt Ihr Konzept und Sie sind ja deutsch-israelischer Patriot. Deutsch-jüdischer Patriot. Deutsch-jüdischer. Zwei Patrioten geht schlecht für Staaten. Richtig. Aber Sie waren ja auch, Sie haben immerhin in der israelischen Armee gedient, deshalb dieser Versprecher. Nein. Und fühlen sich auch dem Staat Israel verbunden. Aber kommen wir mal zu Israel, Palästina, Jordanien. Da sagen Sie im Grunde eine glatte, platte Zwei-Staaten-Lösung bringt es nicht. Und das, damit kommt man dann ja zu dem anderen Punkt, weil bereits bei den verschiedenen Staatsgebieten oder potenziellen Staatsgebieten jeweils zu viel von der einen Gruppe auf dem Gebiet der anderen leben. Also jüdische Siedler in Palästina und Araber, palästinensische Araber im Kern Israel. Und schon deshalb kann man das nicht einfach sauber trennen, sondern man braucht ein anderes Modell. Sie haben also auch meine persönliche Biografie hier ins Spiel gemacht, die nicht ganz unwichtig ist. Und an der kann ich vielleicht zeigen, wie notwendig, richtig und wichtig es ist, die persönlichen Bevorzugungen und auch die Gefühle, die man hat, zu trennen von der Analyse. Ich bin aufgrund meiner gesamten Biografie und Familiengeschichte, Volksgeschichte, um dieses schreckliche Wort zu gebrauchen, natürlich ein Anhänger des jüdischen Staates. Als einem jüdischen Staat. So, Punkt. Aber ist es in dieser Form aufrechtzuerhalten? Nein. Wie Sie richtig sagen, 23% der kernisraelischen Bevölkerung, Staatsbürger, ohne einen Millimeter besetzten Gebietes, sind Palästinenser. Mehrheitlich sunnitisch, muslimisch, einige wenige noch christlich. Teil 1. So, also das wird nicht auf Dauer gehen. Sagt man zu Recht, wir gucken uns die Bevölkerungszusammensetzung an. Die arabische Bevölkerung wächst schnell, aber die jüdische auch. Aber da lohnt ein zweiter Blick bei der jüdischen. Es wächst am schnellsten in der jüdischen Bevölkerung die orthodox-jüdische Bevölkerung. Das heißt, die Extreme auf beiden Seiten. Und wenn nur die Extreme auf beiden Seiten stärker werden, dann ist klar, dass die Mitte zerquetscht wird und das verheißt nichts Gutes. Also auch rein von der demografischen Mechanik her sehr finster. Dann heißt es immer Zwei-Staaten-Lösung. Das wird ausgespuckt, als ob das eine Platte ist und kein mir erkennbar Politiker denkt darüber nach. Was heißt denn zwei Staaten? Im Grunde genommen gibt es drei bereits oder vier. Drei. Es gibt zwei Palästinas. Der Gazastreifen ist etwas ganz anderes, auch innerpalästinensisch, als das Westjordanland. Gerade das Fernsehen ist ein wunderbares Hilfsmittel dazu. Man muss kein Spezialist sein. Die Kamera im Gazastreifen zeigt im Straßenbild ein ganz anderes Straßenbild als im Westjordanland. Im Westjordanland finden Sie modern gekleidete Frauen beispielsweise. Sie haben auch Frauen mit Kopftuch. Längst nicht so viele und längst nicht so verschleiert wie im Gazastreifen. Dieser erste Blick alleine zeigt schon, was für eine ungeheure gesellschaftliche und damit auch religiöse Diskrepanz zwischen Palästina A herrscht, Gazastreifen, und Palästina
B, Westjordanland. Die nächste Frage, die Sie vollkommen richtig ansprechen und über die wenig gesagt wird, offenbar auch nicht nachgedacht wird, wenn von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen wird. Ja, die jüdischen Siedler haben nichts im Westjordanland zu suchen. Okay, bin ich einverstanden, kein Problem. Nur dann frage ich als scheinbar, also nicht wirklich vollkommen verspinneter oder versponnener Schreibtischdenker, nicht Schreibtischtäter, wie kriegt ihr denn die weg, die 500.000 Siedler? Freiwillig werden sie nicht gehen. Freiwillig werden sie nicht gehen. Also macht ihr ethnische Säuberung, nur weil es jüdische Siedler sind, plant auch keiner. Okay, nein. Okay, was ist dann aber die Alternative? Haben Sie was gehört diesbezüglich? Nein, also in Busse setzen lassen werden die sich nicht. Wir haben aber hier historische Erfahrungen. Die Räumung der wenigen Siedlungen im April 1982 im Rahmen des israelisch-ägyptischen Friedensvertrages. Da stand Israel mit den wenigen Siedlern damals dort am Rande eines Bürgerkrieges. Das gleiche im Sommer 2005, als der Gazastreifen sozusagen judenfrei gemacht worden ist. Und das jetzt mal, das war bei 5.000 jüdischen Siedlern, jetzt bei 500.000. Wie geht denn das? So, und dann haben wir den Palästina-Staat. Sagen wir sogar im Gazastreifen plus Westjordanland, was ist dann mit den 23% israelischer Staatsbürger, die eigentlich Palästinenser sind? Müssen die umgesiedelt werden? Nein, jeder hat das Recht, da zu bleiben, wo er wohnt. Völlig klar. Aber bleiben sie dann israelische Staatsbürger? Das wird dann eigentlich dann schlecht gehen. Gut, aber wie wäre jetzt aus Ihrer Sicht die Lösung statt der zwei Staaten? Sie haben ja auch noch Jordanien, das eine palästinensische Mehrheit hat. Bevölkerungsmäßig kommt ja auch noch das. Palästinenser sind mehrheitlich im Westjordanland, völlig klar. Da sind die Israelis, die jüdischen Siedler, Minderheit. Also, dann macht man doch eine Konföderation, bestehend aus zunächst einmal dem jüdischen Staat Israel mit seiner palästinensischen Bevölkerung. Die bekommt dann das Entscheidungsrecht, die Option, bleiben sie israelische Staatsbürger, also palästinensische Bürger des jüdischen Staates, wenn sie sich freiwillig dafür entscheiden, bleiben müssen sie selbstverständlich. Dann aber stellt sich die nationale Frage nicht mehr. Dann sind sie Bürger des Staates Israel mit allen Konsequenzen. Das Gleiche gilt also dann für die Bürger Palästinas, sprich Westjordanland plus Gazastreifen. Im Gazastreifen gibt es keine Israelis, also gar kein Problem. Im Westjordanland Mehrheitsherrschaft natürlich, im Bundesland Palästina, Westjordanland arabisch. Und die jüdischen Siedler können sich entscheiden, sie werden dort wohnen bleiben müssen. Sie können Staatsbürger Israels sein. Wie türkische Staatsbürger in Deutschland sich entscheiden können. Also mal, ich lasse mal die doppelte Staatsbürger schafft beiseite, aber auch die können sich ja entscheiden, ob sie eine Türkei wählen, auch wenn sie hier leben. Also so ein Modell schwebt ihnen vor. Genau, so und also dann, nicht territoriale Lösung allein, sondern je nach Zugehörigkeit soll jeder einzeln entscheiden können, wozu er gehört, auch wenn er dort nicht lebt. Genau, völlig klar, ich sehe da auch gar kein Problem. Ja. Und wenn also jüdische Siedler ein Schwimmbad bauen wollen und die palästinensische Kommunalbehörde sagt, gute Ideen, Schwimmbad zu bauen, aber wenn wir vor der Alternative stehen, Trinkwasserversorgung für die Gesamtbevölkerung oder noch ein Schwimmbad, dann entscheiden wir uns für die Trinkwasserversorgung. Das wird, Herr Voss, kein Kriegsgrund sein. Also mit anderen Worten, mit Vernunft und gedanklicher Tiefe kann man hier ein viel vernünftigeres Modell entwickeln. Und aufgrund der geografischen Nähe und auch der wirtschaftlichen Notwendigkeiten lege es dann nahe, eine staatenbündische Zusammenarbeit zwischen dem jüdischen Staat Israel und Palästina A plus B zu machen, wobei Palästina A Gazastreifen, Palästina B Palästina Westjordanland Bundesländer wären. Und dann gibt es noch einen Punkt, der überhaupt nicht in der internationalen Wissenschaft, Journalistik und Politik berücksichtigt wird. Was passiert denn mit Jordanien? Jordanien ist, Sie haben es zu Recht erwähnt, zu ungefähr 3/4 seiner Bevölkerung palästinensisch. Was passiert denn in der gesamten Region? Eine Revolution findet dort statt. Das heißt, dass die meisten Staaten, welche Kunststaaten sind, dazu zählt auch Jordanien, von innen heraus sich dramatisch verändern. Und wir müssen keine Wette abschließen, aber es wird im Gefolge dieser Totalumwälzungen in der Nahostregion dazu kommen,
dass Jordanien Palästina ist. Mhm. Und dann stellt sich auch die Palästina-Israel-Frage unter dem Aspekt ganz anders. Dann gibt es nämlich einen nicht entmilitarisierten Palästina-Staat, völlig okay, ein Palästina, welches Militär hat, Außenpolitik führt. Also Jordanien. Genau, Jordanien, Palästina, mit oder ohne die Haschimiten, also das Königshaus, welches ja im Jahre 1921 importiert worden ist von den Briten, also gar keine einheimische Dynastie in dem Sinne ist. Und die werden mit Sicherheit einen Bundesstaat gründen mit Palästina-Westjordanland, mit Palästina-Gazastreifen und dann ergänzt um Israel einen Staatenbund lösen. Und das ist doch im Grunde genommen, wenn wir uns fragen, ist das schon mal da gewesen in der Geschichte, spinnt der Wolf so? Das sowieso, aber das haben wir doch in Europa gesehen. Da hat man ausgehend von der deutsch-französischen Feindschaft, vermeintlichen Erbfeindschaft gesagt, damit sich diese vermeintlichen, tatsächlichen lange Erbfeinde nicht ineinander verbeißen, verzahnen wir sie. Was hat man gemacht? Im Grunde genommen ist ja die Europäische Union über die so viele jammern, ja etwas weltrevolutionär gedanklich Großartiges. Man hat nämlich die alten Kampffähne ineinander verzahnt, funktional. Mhm. Und da können sie Gott sei Dank nicht mehr gegeneinander Krieg führen. Vielleicht werden sie auch ein bisschen vernünftiger. Mhm. So, was hat man da gemacht? Ganz konkret, man hat mit dem Schwierigsten sogar begonnen, mit Kohle, Eisen und Stahl. Das war also die Geburtsstunde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle, Eisen und Stahl. Später Montanunion, aus der wurde dann die EWG, EG und EU. Ein vorzügliches Modell. Nun frage ich mich, wo man hier in Europa dieses Modell mit großem Erfolg als friedensstiftendes Modell angewandt hat. Es hat andere Defizite, die uns gerade dieser Tage viel Sorgen bereiten. Aber als friedensstiftendes Modell ist das doch grandios. Ja. Warum sollen wir das nicht auf eine Region übertragen und empfehlen und da, wo wir mitmachen, auch weiter empfehlen, was wir selber hier haben? Ich gehe sozusagen zum Anfang zurück. Viele werden ihr Modell gleichwohl für utopisch halten, weil sie sagen, die politischen, die Völker oder die Eliten oder beide zusammen wollen es, sind einfach sozusagen nicht so weit. Wenn ich Sie richtig verstehe, lautet Ihre Antwort, das liegt auch daran, dass wir selber gar nicht in die Richtung denken und gar nicht in die Richtung Vorstöße unternehmen. Wir könnten also als Deutsche, als Europäer einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass sie sozusagen auf diesen Weg gehen, irgendwann. Einen gedanklichen Beitrag. Und ich will Ihnen jetzt mal die Realitäten, weil ich ja angeblich da in meinem Elfenbeinturm sitze und sage, das ist alles falsch. Die Bevölkerung, und zwar ohne große Denker zu sein, erkennt durchaus, wo ihre wahren Interessen sind. Gucken Sie sich gerade die Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg an. Es zeichnet sich ab, dass Tausende von syrischen Staatsbürgern auf israelisches Gebiet fliehen wollen. Nicht, weil sie große Anhänger des jüdischen Staates Israel wären, aber sie sehen, bei allen Gegensätzen oder Ablehnungen Israels ist ihr Leben in Israel sicherer, als es unter arabisch-muslimischer Führung in Syrien ist. Israel zittert davor, dass Tausende im Golan auf die israelische Seite kommen wollen. Man richtet sich darauf ein, diese Flüchtlinge zu versorgen aus humanitären Gründen. Aber was besagt das? Das besagt das Gleiche wie bei den Flüchtlingen aus dem Sudan und aus Eritrea, die nämlich nicht über das Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen, sondern nach Israel gegangen sind. Tausende. Das wird also hier kaum thematisiert. Warum sind die hingegangen? Das sind Muslime, die aus welchen Gründen auch immer vor ihrer eigenen muslimischen Regierung fliehen nach Israel. Das heißt also, dass wir doch daran ganz eindeutig erkennen, selbst aufgehetzte Bevölkerungen sind irgendwann einmal in der Lage zu erkennen, wo ihre wahren Gefährdungen liegen. Ich will gar nicht sagen, dass Israel das Paradies auf Erden in Bezug auf Menschlichkeit wäre, aber es ist doch ganz eindeutig, dass hier auch von den gedanklichen Ansätzen, über die wir diskutieren, Lichtjahre entfernt sind von der Realität. Einer Ihrer Grundgedanken ist ja, dass etwa China mit der Xinjiang- und Tibet-Problematik, dass auch andere Länder schon deshalb an Föderalisierung interessiert sein müssen, zur Stabilisierung, also Autonomie relative etwa für die Tibeter, weil es sonst um Wasser oder um anderes, um Pipelines, die leicht durch Terror, also weil es Terror gibt, der die Versorgung gefährdet oder die Pläne
ob es um Wasser geht, um Öl oder was auch immer. Denn es ist ja leicht, eine Pipeline zu zerstören durch einen Sprengstoffanschlag. Genau. Pipelines, das ist also nicht Tibet, sondern das ist, wie Sie richtig sagen, der Nordwesten, also Xinjiang, wie man das ausspricht. Denn China. Ja, man kann es ja auf andere, man kann es auch auf die Türkei beziehen. Ja, aber bleiben wir bei China. Ist sehr interessant, weil ja China auch also ein vermeintlich ganz stabiler Staat ist. Und wir reden über Krisenregionen, über den Balkan haben wir geredet, über den Nahen Osten haben wir geredet, in der Ukraine haben wir geredet. Das sieht jedermann, das sind Konflikte. Herde, Konfliktregionen, aber China scheint ja stabil zu sein, auch ein scheinbar einheitlicher Staat. Ab und zu mal unterstört die Sportfreunde unter uns. 2008 während der und kurz vor der Olympiade in Peking haben Ushreko Graus die Uiguren in Xinjiang demonstriert und haben auch Terroraktionen auf andere Zivilisten in Xinjiang ausgeübt und so weiter und so fort. Was steckt dahinter? Im Nordwesten leben Uiguren, das sind Muslime, die ungefähr 1800, also lange vor den Kommunisten, annektiert worden sind. Und China ist, wie jedermann weiß, energiehungrig und muss Energie haben, um seine Volkswirtschaft weiterzuentwickeln. Und hat der liebe Gott oder wer immer dafür verantwortlich ist, dafür gesorgt, dass Erdgas und Erdöl aus der kasachischen Region nach China nicht über den Himalaya transportiert werden kann. Das ist aus geografischen Gründen ein bisschen schwierig, eine Leitung über den Mount Everest zu legen. Das geht also nur über Nordwestchina, also über den Xinjiang. Und wie Sie richtig sagen, eine Bombe reicht, dann ist für eine Weile jedenfalls kein Erdöl und kein Erdgas mehr auf dem Weg nach China. Das heißt, um eine kalkulierbare, ruhige und vorhersehbare Einfuhr von Öl und Gas zu sichern, muss China die Bevölkerung in Xinjiang befrieden und vorher politisch befriedigen. Ohne politische Befriedigung, sprich Selbstbestimmung, in welcher Form auch immer, keine Befriedung und kein Frieden. Das Gleiche gilt unter anderem, nämlich wasserpolitischen Vorzeichen, für Tibet. Tibet ist zum einen strategischer Rückzugspunkt für China, ist heute wohl nicht mehr so wichtig, wie das vielleicht wahrgenommen wird, auch in China. Aber das Hochland von Tibet ist die Wasserquelle schlechthin für Ostasien, aber auch für den indischen Subkontinent ganz besonders. Genau. Ja. So, und wer also über das Hochland von Tibet herrscht, der kann die flussabwärts liegenden Staaten vielleicht nicht beherrschen, aber mit kontrollieren und lenken. Und das ist möglich etwa durch den Bau von Staudämmen oder Umleitung von Wasser für rein chinesische Vorhaben. Und das wiederum ist aus chinesischer Sicht, also diese Machtposition ist aus chinesischer Sicht auch nur durchführbar, wenn die tibetische Bevölkerung befriedigt ist, um befriedigt zu werden und Anschläge zu verhindern. Aber vielleicht sollte man sich das gar nicht wünschen in dem Fall. Nicht? Denn das ist eine andere Frage. Ja, ich sage, zum Beispiel, wenn ein großes Land wie Indien erpressbar wird, weil Ganges und Brahmaputra, also weil die den Wasserhahn zumachen können sozusagen und die großen Flüsse nicht genug Wasser führen, daran können wir nicht interessiert sein. Sie waren ein guter Freund des leider verstorbenen Marcel Reich-Ranicki, der immer dieses schöne Beispiel gebracht hat, als er gefragt wurde, was haben Sie gegen grüne Vorhänge? Und dann sagte er, ich habe nichts gegen grüne Vorhänge, ich habe nur gesagt, die Vorhänge sind grün. Und sage also nicht, die Vorhänge sind grün, sondern ich sage, dass Wasser, dass Erdöl, Erdgas-Pipelines politische Instrumente sind. Wenn ich die benutzen will in die eine oder andere Richtung, dann muss ich für die Rahmenbedingungen sorgen. Und ich analysiere die Rahmenbedingungen. Das kann angewandt werden von A und von B, teilweise von B gegen A und umgekehrt. Zunächst einmal müssen wir das Instrumentarium erkennen, wir müssen die Rahmenbedingungen erkennen. Und das ist ja meine Kritik. Das geschieht weder in der Wissenschaft, noch in der Politik, noch in den Medien in ausreichendem Maße und in, wenn Sie so wollen, professoraler Unbescheidenheit habe ich versucht, zumindest das Wenige, was ich erkannt habe, darzustellen. Leider ist unsere Sendezeit schon um. Man glaubt es gar nicht. Dabei haben wir es eigentlich nur angekratzt, die Thematik. Und die ließe sich vielfach und müsste vertieft werden. Sie sitzen schon wieder an anderen Büchern, über die können wir jetzt leider nicht reden, oder zumindest an einem. Das tun wir dann, wenn das nächste Buch erschienen ist. Herzlichen Dank, Michael Wolfson. Ich danke Ihnen.